Ja, dann seien wir mal fahrig und fahren wir nach Haus. Ah. Wow. Ich will da nicht runtersegeln, echt nicht. Sail away. Dream your dreams. Also, es ist ja schon eine ganz schön lange Strecke hier, ne? Deswegen wäre es eigentlich auch ganz pfundig, wie man im Bayerischen dann auch mal wieder sagen würde, da wäre es doch ganz pfundig, wenn wir hier irgendwo eine Mine finden würden, damit wir hier dann eine Bahnstrecke dazwischen eiern könnten. Nee, und nochmal, das mit dem Fliegen, das hat nichts damit zu tun, dass es hier dreckig wäre. Da gab es auch schon einen blöden Spruch. Sondern das hat einfach etwas damit zu tun. Guck mal, zwei ausgewachsene Hühner hier. Ja, da können wir uns bald unsere Federn hier unten holen, ne? Hey, haha. Warte mal. Warte mal, warte mal. Wo ist der andere Vogel? Steht der hier hinten immer noch im Gang oder was? Nö. Da hat er sich jetzt endlich mal rausbegeben. Hier konnte er auch nicht fliehen. Ich sehe den zweiten Vogel nicht. Er hat sich doch wohl nicht hier unten durchgegraben. So Quatsch. Okay, ich höre einen da und einen war eben irgendwo. Na, kack die Wand an. Wo ist der denn? Ach, bloß, wir haben nur noch einen Dorfbewohner. Sag bloß. Der hört sich auch ganz einsam an, irgendwie. Wo ist dein Kollege? Sag mir kein, wo ist dein Bruder? Bruder. Ja, jetzt ist da einer und ist der jetzt ganz schnell darüber. Die wollen mich verarschen hier, wisst ihr das? Die wollen mich verarschen. Warte mal. Der versteckt sich doch hier irgendwo. Also ganz so viel kann er. Ah, guck mal. Ja, ich wundere mich hier schon die ganze Zeit. Ach, Kollegen, Pudis. Komm, wir packen noch einmal gemeinsam hier die erbeuteten Gegenstände aus. Ja, das ist sehr gut, wenn man das Schwert wegpackt, weil da werden wir uns sicherlich hinterher drüber freuen, irgendwann mal. Ich lasse mal einen Gravel mal drinnen, ne? Das ist ja gut. So, okay, Brudi. Schnauze, ich muss mich konzentrieren. Obwohl das mit dem Schnauze darf ich ja eigentlich auch nicht mehr sagen, weil das ist ja auch unflätig. Flät. Guck mal, Iron Nugget. Seien Sie doch mal bitte still. Das könnte man machen. So, wir machen hier noch mal kurz den Abschluss und dann. Also, ich gucke jetzt mal, wie viel wir kriegen. Eider, oida, oida. Geil, 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 geil. So, den kleinen Stack-Pfeile, ne, den packen wir mal ganz hier unten rein. Hier kommt auch der Nugget rein. Und die Federn. Ja, wir machen das jetzt mal so. Und was ich noch tun werde, ehe ich jetzt hier die Biege mache. Kurz. Nö, 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 nö. Das lassen wir hier schön wachsen. Ach, guck mal. Ja. Was ich jetzt noch machen werde, bevor ich hier die Biege mache, das ist noch einmal Fackeln nachcraften. Einfach nur, weil ich weiß, dass ich manchmal oder auch ganz oft ein vergessliches Kerlchen bin. Ist doch schön. Guck mal. Nee, nicht, dass ich ein vergessliches Kerlchen bin, ist schön, sondern es ist schön. Haha. Oh, ich bin so froh, dass die beiden noch da sind. Also, da kann ich glatt vergessen, dass es einfach nur nervende Drecksteppen sind. Hallo, Heider. Heider, mich bitte. Nee, so eilig habe ich es damit gar nicht. Och. Warte mal. Nimm dies. Ja, ich will meine Felder hier nicht kaputt machen. So. 1:38. Ich bin weg. Bis jetzt. Miau.
Na, seid ihr noch da? Ist wunderbar. Also, was machen wir denn jetzt? Ich habe noch keine Ahnung. Ja, wie sollte das anders sein? Ich dachte eigentlich mal, wir machen hier noch mal ein bisschen was in Twisted City. Das können wir glatt tun. Ich muss nur irgendwie mal hier so ein bisschen mich sortieren. Warte mal. Dritter Kaffee heute. Nein, das ist nicht zu viel Kaffee. Das ist genau der Treibstoff, den ich brauche. Ich werde noch mal kurz... da brennt noch ein Ofen. Ah ja, da kocht Eisen drin. Okay, das nehmen wir hier auch noch mal raus. Dann packen wir hier noch mal einen rein. Super. Ich brauche trotzdem noch ein bisschen mehr Steine. Steine. Ne, das ist Musikerstein. Den wollen wir nicht hier verwenden. Hier muss noch mehr Stein sein. Ja, wusste ich's doch. So, Schaufel brauchen wir wohl hier jetzt gerade mal nicht. Ich will hier drüben einfach mal dieses Haus noch ein bisschen weiter vollenden. Doch, Schaufel brauchen wir. Denn wir haben ja hier noch... Ja, und warum ich hier noch keine Decken drin habe und noch keine Böden, weiß ich doch nicht. Das kommt noch. So. 5, 6, 7. Ah ja, da müssen wir noch was raushauen. Hau mal raus, Alter. Hau mal raus. Ja, wenn wir gleich hier fertig sind, wenn ich hier noch ein bisschen was gebaut habe an diesem Gebäude. Ich würde es gern fertig kriegen. Ja, haben wir denn Erde? Ich würde das hier kurz temporär auffüllen, das Ganze. So, einmal hier rein. Das dahinter, das können wir ruhig lassen, wie es ist. Bab, wab, babadi, bada, bab, wab. Oh nein, bitte nicht. Ich bitte mich gerade selber, das nicht zu tun, weil, habe ich ja schon gesagt, hast du den Dreck erstmal im Kopf, kriegst du ihn nicht mehr raus. Das ist bei schöner Musik, ist das durchaus eine wünschenswerte Angelegenheit, aber bei Bibis Babwab wirklich nicht. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, ich muss mir mal kurz das Glas holen, was ich vorhin noch sagen wollte, der Haider hat eine saugeile Version von Babwab gemacht. Es gibt ja inzwischen hunderttausende von Babwab-Versionen und nicht alle sind irgendwie super. Also da gab es irgendwie eine Schlager-Version, die jemand gemacht hat. Und ich bin ja normalerweise jemand, der Schlager überhaupt nicht mag, um nicht zu sagen, bei Schlager könnte ich töten. Aber diese Schlager-Version, sie ist einfach so, ja, so voll auf den Punkt. Aber die Version von Babwab vom guten Haider, die ist einfach unübertreffbar. Die ist einfach so, so voll on the point, wenn du verstehst, was ich meine. So, mal schon mal hier ein bisschen ausleuchten. Warum ist es hier nicht ausgeleuchtet hier in der Hütte? Wir müssen uns hier nicht wundern, wenn hier eines Tages ein Unglück passiert. Jodele, dann... Ja, Metal, Leute. Jetzt-Sattler. Jetzt-Sattler, machen wir mal Folgendes. Geht das wieder los, ne? Hier die Ecke muss auch noch raus, also hier der ganze... Ja, kennt ihr das, ne? Wenn du zum Zahnarzt gehst und da muss ich am nächsten 10. Am 2. ist es soweit. Heute ist der 26. Und am 2. muss ich zum Zahnarzt. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Also nicht auf die Schmerzen und nicht auf den sonstigen Scheiß damit. Aber ich, also den sonstigen Stuhl damit. Aber ich bin so froh, wenn ich diese nervigen Zahnschmerzen endlich wirklich vollständig los bin. Also jetzt bis gestern oder vorgestern hat ja diese provisorische Füllung da, wo irgendwie Nelke und so weiter drin ist, hat noch gewirkt. Aber damit ist jetzt auch mal Schicht. Alter, was ist denn hier los? Moment, ist das denn richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist doch nicht richtig. Ich verstehe es nicht. Verstehst du das? Wir haben doch hier eine ganz klare Kante hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte, das ist doch... Ja, passt doch. Was hast du denn, Alter? Ja, dieser Haha da, der macht mich ganz... Na?
Wie gerne würde ich manchmal zuschlagen. Na dann mach doch. Nein, ja. Da kriegst du dann hinterher diese Kack-Karma-Punkte und dann sind die beim Handeln irgendwie nicht mehr ganz so friedlich. Ach ja, übrigens, habe ich denn alles eingeschaltet? Bevor ich aufgenommen habe jetzt, ratet mal, wie lange wir schon haben. 3 Stunden, 7 Minuten. Alter, ne? Und hier ist ja mal kein Ende abzusehen, weil ich habe ja solchen Bock, ne? Und so viele Pläne. Und ich will eigentlich überhaupt nicht aufhören. Never. Niemals will ich aufhören. Never stop. Ja. Möchte hier nur dieses Haus fertig kriegen jetzt erstmal und dann. Ja. Und das ist ja hier noch lange nicht alles. Also wenn du hier denkst, ich baue hier 4 Häuser um den Dorfplatz und dann ist Ende. Think again. Hier wird noch einiges mehr passieren. Scheißendreck. Wir müssen langsam mal zusehen, dass wir irgendwie hier Fressen an den Start kriegen. Das sieht echt. Unsere Hahas werden irgendwie auch nicht mehr. Aber vielleicht müssen wir hier noch einiges mehr bauen, damit das, ne? Ich bin mal gespannt, wann der erste Nachwuchs eintrifft. Da läuft er da mal eben einfach durch die Wand. Nimm die Tür, du Vogel. So. Also nichts gegen irgendwelche Vögel, auch nicht gegen Vögeln, aber... Ja, ich weiß, den hatten wir auch schon ein paar Mal. Oh, ich höre einen Zombomaten herumscharwenzeln. Der wird hoffentlich nicht hier drin sein. Oh, fuck! Oh, fuck. Ich werde mal kurz Folgendes machen. Oh, wo ist mein Schwertchen? Schwertchen... Boah, der haut mich noch platt, wenn das so weitergeht. Oh, Alter. Wo kommt der denn her? War hier irgendeine Ecke nicht ausgeleuchtet oder was? Hier ist doch alles ausgeleuchtet. Verdammte Axt. Huhn, hast du den Zombie hier reingelassen? Alter, der hätte uns beinahe unseren Dorfbewohner gekillt. Na, dann hätten wir ein Problem gehabt, weil die hätten wir nicht so einfach wiederkriegen können. Ich muss mal kurz hier unten noch eine Fackel... Ich setze jetzt hier wirklich einen Overkill an Fackeln ein. Boah. Ja, Schaden haben wir nicht. Huhn. Ich habe einen Verdacht, ne? Ich habe einen Verdacht, wer das war, wer hier den Zombie gespawnt hat. Hast du zufällig Commands oder was? Oh, Alter, ich habe mich ja so verjagt eben. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Ich hoffe doch, euch geht's gut. Kollegen, das darf nicht zu oft passieren. Was mache ich denn hier? Aus lauter Verwirrung, ne? Mache ich hier mal eben total den Schwass. Alter. Und vor allen Dingen, warum flüchtet sich der Dorfbewohner nicht ins Haus? Ist ja genug da, ey. Ist doch genug Haus da. Kollege. So, ich muss mal kurz gucken. Ich höre da was blubbern. Kann das ein ertrunkener, jetzt nicht noch ertrunkene Zombies? Ach, bitte. Langsam wird peinlich. Kann der hier drinnen gespawnt? Es könnte durchaus sein, dass der hier drinnen im Haus gespawnt ist, weil irgendjemand hier vergessen hat, Lampen anzubringen, ne? Fackeln, besser gesagt. Alter, da muss man sich ja nicht wundern, ne? So. Er hat mich nicht mal Zombie-Pelle gegeben, der Schmarrnkopf. Na, das ist ja was. So, Haus soweit fertig, bis auf. Haben wir denn hier noch irgendwo Adia herumfliegen? Nö, sieht nicht so aus. Da muss ich jetzt mal das Junglewood finden. Junglewood, Junglewood, Junglewood. Junglewood war, glaube ich, irgendwo. Ich sag nicht, dass wir das Junglewood oben gelassen haben in irgendeiner Truhe. Ich glaube ja. Wir können keine Tür da reinbauen. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir könnten jetzt temporär eine reinbauen, eine andere. Das wäre sogar eine Alternative.
Und zwar keine für Deutschland. Müsste ja jetzt auch noch sein. Ich gucke wirklich nur noch mal, ob das hier. Na? Ach ja, was ich auch noch machen wollte. Wir sind da jetzt hinten fertig. So, das Gestein kann hier erstmal rein und das Fenster auch. Ja, wir machen gleich was Lustiges. Und was das ist, das wirst du gleich sehen. Polnischer Andesit. Ich hole mal hier die polnische Diarö raus. Hier ist auch noch polnischer Andesit. Warte mal, den nehmen wir doch den großen mit. Polnischer Andesit. Ich will nur sehen, ob ich irgendwo noch Diarö habe. Diarö. Da haben wir noch Diarö, aber. Ja, komm. Machen wir das so. Das ist ja keine große Arbeit, mal eben hier die Diarö zu polieren. Polierte Diarö. Ja, so ein polierter Haufen ist ja gar nicht schlecht, ne? Der glänzt dann so schön. Oi, der macht hier keine Witze, sondern sorgt dafür, dass das hier sicher wird und dass es schön wird. Ich muss noch mal kurz gucken. Also das hier ist dann Richtung Westen. Das dürfte dann Richtung Süden sein, ja. Und Richtung Norden ist da. Alter, die Hühner machen mich langsam auch irgendwo schon ein bisschen, ne? Gut, pass auf. Ich will nur eine Sache machen, nämlich, hier fehlt noch ein bisschen Schönheit. Oh, ja, das wird jetzt gar nicht schön. Warte mal. Da und da und fertig ist die Laube. Und es heißt übrigens, fertig ist die Laube. Gronk, es heißt nicht, fertig ist die Lauge. Lauge ist das Gegenteil von einer Säure, wenn ich das richtig verstehe. Weil eine Lauge basisch ist. So viel ich das weiß, ich weiß nicht mehr. Ist schon so lange her. Ist ja nun auch nicht meine Profession, die Chemie. Ich bin kein Walter White. Mein Nachname ist zwar Walter, im weitesten Sinne, aber... Und weiß bin ich auch, ja, ja, das ist meine Hautfarbe durchaus. Da stehe ich auch zu. Gut. Haben wir es jetzt. Wir haben Erde dabei. Und zwar reichlich viel. Pass mal auf. Ja, ich weiß. Wir sollten unbedingt was anderes machen. Hier immer rumhängen. Ah, jada, jada, jada. Da, da, da. Lilalu. Und raus bist du. Also irgendwo ist hier oben doch ein Zombie-Spawner versteckt. Und ein Spinnenspawner? Nein, das wahrscheinlich nicht. Und höchstwahrscheinlich auch ein Fledermaus-Spawner. Ein Glück, dass es das nicht gibt. So. Da, stattdessen ist die ganze Welt ein Fledermaus-Spawner. Geil. Ja, nicht. So, ich will das hier oben einfach mal verstopfen, damit wir da unten die blöde Leiter wegmachen können, weil das sieht auch alles schrottig aus. Also ich will das so machen, dass das hier nicht mehr so schrottig aussieht in der Hut. Alter. Oh, immer zwei runter. Das müsste doch gehen. Und wenn ich mir überlege, dass wir das Ganze in Brooklyn auch noch vor uns haben, dann ja, möchte ich eigentlich Minecraft deinstallieren und nie wieder spielen. Was für eine illusorische Scherzerei hier. Oder wie der G-Punkt sagen würde, was für ein formidabler Jokus. Was für ein formidabler Lokus. So. Ja, meine Nachbarn grölen wieder, wie ich höre. Hauptsache, sie fangen nicht an, wieder Klavier zu spielen oder Fete zu machen. Nachbarn, jeder muss sie lieben. Was freue ich mich darauf, wenn ich eines Tages ein großer YouTube-Star bin, mir meine Burg bauen kann, oder zumindest ein kleines Häuseli, irgendwo ganz weit abgelegen und keine Nachbarn haben muss. Na, das ist, ich denke, der glücklichste Umstand, den man im Leben erreichen kann. Und das ist das, weshalb die Leute nach Reichtum streben, also nach monetären Reichtum. Ich denke, dass der einzige Grund dafür ist nicht irgendwie, ja, halt sorgenlos durchs Leben zu gehen, einigermaßen, sondern
Der wahre Grund, weshalb die meisten Leute gerne reich werden wollen, wohlhabend werden wollen, ist, dass sie keine fucking Nachbarn haben möchten mehr. Ja. Und nicht mehr so verpeilt sein wollen beim Minecraft-Spielen. So. Ja, also das machen wir noch fertig hier. Aua. Ja. Wenn wir uns dabei nicht immer aufs Maul legen. Ach, guck mal, Hühnerspaßbad. Ich weiß, wrong. Copyright. Ach, guck mal. Ach, guck mal, darf ich auch, wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Haha. Jetzt poppt doch mal. Ich will euch nicht dabei zuschauen, aber macht das endlich mal. Ich will mehr von eurem Lärm hier haben. Ja, ob das jemals funktionieren wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wow! Und ob ich mich jemals nicht aufs Maul lege, auch.